Herzlich willkommen in unserem Webinar zum Thema Wie kann Lernen in Projekten gelingen? Das Webinar ist Teil der Online-Themenwoche Digitale Schule. Auf den Kulturwandel kommt es an, die von der Deutschen Schulakademie zusammen mit der Agentur Joran und Konsorten veranstaltet wird. Und ich möchte Sie zu Hause begrüßen als Teilnehmende und Ihnen kurz die Akteure und den Inhalt des Webinars vorstellen. Ich darf heute moderieren. Mein Name ist Johannes der Witte. Und wenn ich nicht Prozesse begleite oder Veranstaltungen moderiere, dann bin ich als Mitgründer und Mitarbeiter an der kleinen Dorfschule tätig, einer demokratischen Schule hier oben in Vorpommern an der Ostseeküste. Ebenfalls in der Moderation heute ist Lena Häusler von der Schulakademie. Sie wird den Chat im Auge behalten und die Fragen an die Impulsgebenden, die von Ihnen kommen, im Blick behalten. Lena, sag doch einmal Hallo, damit wir dich sehen können. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Hallo. So. Und das Thema Projektlernen, da steckt zweifellos eine ganze Menge Potenzial drin für neue Lernkultur. Und auch wenn der Ansatz Projektlernen wirklich kein neuer ist, so ist, das ist zumindest mein Eindruck, das Thema Projektlernen noch nicht an besonders vielen Schulen zu einem der Leitprinzipien von Unterrichtsorganisationen geworden. Und dabei hat sich besonders jetzt während der Schulschließung des letzten halben Jahres das Prinzip Projektlernen sehr bewährt, wie wir heute feststellen werden, weil es dort in besonderem Maße auf Selbstorganisation ankommt. Und die wird, wenn viel in Projekten gelernt wird, tatsächlich spielt die einfach eine große Rolle dann im Schulalltag, auch als Teil von Kompetenzen, die aufgebaut werden. Und um all dies wird es in den nächsten 75 Minuten dieses Webinars gehen. Ich möchte Ihnen zuerst einmal zeigen, wie wir uns dem Thema heute nähern wollen. Wir fangen gleich mit einem kurzen Check-in an, als kleine Gruppenarbeit. Und hören dann einen Impuls von Jens Winter von der Jeze-Schule in Salzwedel und danach von Helke Felgenträger und Hans-Jakob Menzel von der Jena-Planschule Jena, wie Projektlernen dort umgesetzt wird. Dann reflektieren wir über das Gelernte und kommen dann nochmal zusammen, um Fragen, die bis dahin aufgelaufen sind, gemeinsam und mit den Referierenden zusammen zu besprechen. Und das Seminar ist um 19.15 Uhr ganz sicher zu Ende. Wer mag, kann dann noch zu einem informellen Teil bleiben und weitere Fragen mit den Referierenden besprechen. Ich möchte an dieser Stelle einmal die Impulsgebenden begrüßen. Schon mal danken, dass ihr heute dabei seid und einmal in die Runde fragen. Helke und Hans-Jakob und Jens, seid ihr alle da? Haben wir euch in der Leitung? Sagt doch einmal Hallo. Hallo, ja. Okay, hallo auch aus Jena. Hallo, ich bin Hans-Jakob aus Jena, der Schüler von Helke Fellenträger. Na, wir sind gespannt von dir zu hören. Und Jens, jetzt habe ich dich noch nicht im Bild gesehen. Wink doch einmal in die Kamera. Ja, hallo, ich bin auch da. Ich bin hoffentlich auch zu hören. Ja, das bist du. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Gleich steigen wir thematisch ein. Vorher zwei technische Punkte für Sie alle. Zum einen, das Webinar wird aufgezeichnet und danach online gestellt. In der Aufzeichnung zu sehen, und das ist wichtig zu wissen, sind aber nur die Impulsgebenden und wir von der Moderation. Alle, die hier im Spotlight sind. Das bedeutet, die Interaktionen in den Gruppenräumen, wie zum Beispiel gleich im Check-in, die werden nicht mit aufgezeichnet. Und auch wenn Sie jetzt Ihr Video angeschaltet haben, werden Sie nicht im Video online mit zu sehen sein. Das andere ist, wir haben für die Kommunikation untereinander besonders den Chat vorgesehen. Und ich würde Sie einladen, einmal jetzt auf das Chat-Symbol zu klicken, falls Sie es noch nicht gefunden haben, unten in Ihrem Zoom-Fenster. Und wenn Sie also Anmerkungen und Kommentare haben, dann können Sie dafür gerne den Chat nutzen. Wir werden im Verlauf des Webinars den Chat auch benutzen, um Ihnen einige Links dort zu posten. Deswegen ist das Ihr schneller Weg zu den Inhalten
und zu der Kommunikation miteinander. Wenn Sie Fragen an die Impulsgebenden haben, dann stellen Sie die nicht im Chat. Dafür werde ich Ihnen gleich noch ein weiteres Tool vorstellen, was wir dafür benutzen können. Jetzt sind wir mit dem technischen Teil fertig und kommen zum Inhaltlichen. Und da möchte ich zunächst mit einem kurzen Check-in anfangen. Und zwar möchte ich Sie einladen zu überlegen, erstmal alleine, welche Erfahrungen Sie mit Lernen in Projekten bisher gemacht haben. Und was Sie von heute mitnehmen wollen aus dem Webinar. Weswegen sind Sie hier? Und diese beiden Fragen werden auch gleich Gegenstand des Check-ins sein in Dreiergruppen. Also welche Erfahrungen haben Sie bisher gemacht? Teilen Sie das kurz mit den Menschen, mit denen Sie gleich in eine Dreiergruppe geschmissen werden, hier aus dem Hauptraum hinaus. Und was möchten Sie aus dem Webinar mitnehmen? Dafür gibt es insgesamt 4 Minuten. Also nach dem kurzen Technik-Check etwa 1 Minute pro Person. Schauen Sie tatsächlich am Anfang, ob bei allen Video und Audio funktionieren. Wenn nicht, legen Sie einfach zu zweit los. Es muss nicht bei allen funktionieren. Das wäre ein Wunder, wenn es das täte. Und wenn in Ihrem Gruppenraum überhaupt niemand ist, auch das kann mal vorkommen, dann holen Sie sich einfach noch einen Tee und warten, bis die 3 Minuten vorbei sind. Dann sind wir nämlich gleich hier im Webinar wieder zusammen. Nochmal zur Erinnerung, die Breakout-Räume werden nicht mit aufgezeichnet. Sprechen Sie also frei von der Leber weg. Die beiden Fragen für jetzt, welche Erfahrungen haben Sie bisher mit Lernen in Projekten gemacht und was möchten Sie aus dem Webinar mitnehmen, sehen Sie auch nochmal im Chat eingeblendet für die nächsten Minuten. Und damit wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß im ersten Check-in. Herzlich willkommen zurück im Webinar, frisch aus den Check-ins zurück. Jetzt haben Sie schon miteinander gesprochen, etwas kennengelernt und auch schon sind schon etwas ins Thema eingestiegen. Und trotzdem wollen wir Sie als Teilnehmende noch etwas besser kennenlernen, um das Seminar auch auf Sie gut abstimmen zu können und das, womit Sie kommen, hier auch für alle sichtbar zu machen. Und dazu öffnen Sie doch jetzt mal wieder das Chatfenster, in dem Lena Häusler jetzt einen Link postet zu einer Umfrage. Und diese Umfrage bitte ich Sie jetzt einmal auszufüllen. Das wird nur 1 Minute dauern und dann zeige ich die Ergebnisse gleich an alle. Dazu klicken Sie doch mal jetzt auf den Link und beantworten die paar Fragen, die es dort zu beantworten gibt. Der Code, wenn man sich auch anderweitig einwählen und beteiligen möchte hier an der Umfrage, das ist die 7097984. Also wenn Sie auf menti.com gehen und den Code 7097984 eingeben, dann können Sie in gleicher Weise an der Umfrage teilnehmen. Und jetzt schauen wir schon mal auf die Ergebnisse. Wir haben schon 70 Ergebnisse hier vorliegen. Und gucken einfach mal, wer heute hier ist. Wir haben 14 Schulleiterinnen, 16 Lehrerinnen und dann 111 bei Referendarin, Elternteil und Schülerinnen und 16 Sonstige. Es verändert sich noch leicht, aber wir gehen mal zum nächsten über. Wie verorten Sie Ihre Erfahrungen im Bereich Digitalisierung und neue Lernkultur? Da sehen wir den Durchschnittswert dort und viel spannender ist einmal zu gucken, wie der sich aufteilt. Ich vermute nämlich, dass da eine große Bandbreite hintersteckt. Die Fragen zum Ankommen, alle mit Projektlernen zu tun. Wie viel Erfahrung haben Sie mit Lernen in Projekten? Da sehen Sie hier eine große Bandbreite. Einige haben sehr viel Erfahrung. Einige haben ziemlich wenig Erfahrung. Also das ist sehr breit verteilt. Da haben wir es also mit einer sehr diversen Zuhörerinnenschaft heute zu tun.
Und wenn wir uns Differenzierung erhofft hatten davon, ob sie Unterrichtsentwicklung oder Schulentwicklung mehr interessiert, dann sind wir enttäuscht, sie interessiert beides gleich viel. Und das ist für uns natürlich relevant, wenn wir jetzt im Gespräch das Webinar weiter strukturieren. Und wir gehen einmal zurück. Und ich möchte Ihnen jetzt die Gäste von heute etwas vorstellen und habe auch für jeden schon von Ihnen eine Frage mitgebracht. Wir fangen in Jena an, mit der Jena-Planschule. Und von dort sind heute Helke Felgenträger und Hans-Jakob Menzel dabei. Helke ist Lehrerin an der Jena-Planschule, die eine Preisträgerschülerin des Deutschen Schulpreises ist. Und außerdem, Helge, bist du Mitglied im Programmteam der Schulakademie für den Bereich Demokratie, Lernen und Leben. Und mich würde interessieren, wir werden heute viel über Projekte sprechen. Warum ist es dir persönlich wichtig? Warum liegt dir das Thema Projekte persönlich am Herzen? Na, das Thema hängt wirklich ganz eng mit dem Thema Demokratie zusammen, weil ich glaube, die Form des Projektunterrichts, da hat man wirklich Schülerpartizipation dabei, da hat man Selbstwirksamkeit dabei. Und das ist ja nun mit die höchste Form der Demokratie an der Schule. Also so weit auseinander ist es gar nicht, es gehört eigentlich zusammen. Und seitdem ich an der Jena-Planschule bin, seit 1998, bin ich das erste Mal wirklich mit Projekten in Verbindung gekommen. Konnte es mir am Anfang gar nicht vorstellen und jetzt bin ich also eine absolute Verfechterin des Projektlernens. Okay, danke sehr. Wir hören natürlich gleich noch mehr von euch und wie ihr das genau in Jena veranstaltet. Vorher noch will ich Hans-Jakob Menzel vorstellen. Hans-Jakob, du bist Schüler der 13. Klasse an der Jena-Planschule. Bist schon seit der ersten Klasse an der Jena-Planschule. Das bedeutet, du hast richtig 12 Jahre Erfahrung mit Projektlernen. Wir haben ja einen ausgewiesenen Experten heute mit in der Runde. Und meine Einstiegsfrage an dich ist folgendermaßen. Als ich an der Schule war, da gab es einmal pro Jahr eine Projektwoche und das war was ganz Besonderes. Und ansonsten erinnere ich zumindest von Projekten sehr wenig. Meine Frage an dich ist, Lernen in Projekten für dich überhaupt noch was Besonderes oder eigentlich gar nicht mehr? Das ist, also es ist nicht unbedingt was Besonderes, wenn man sich unsere Schule an sich anschaut, dann gehört das einfach zum Alltag, dann habe ich, glaube ich, keinen Tag, an dem ich kein Projekt habe, dann ist das einfach jede Woche ganz alltäglich, aber wenn ich mal auf andere Schulen schaue, dann finde ich das schon immer noch was Besonderes, aber im positiven Sinne was Besonderes, weil es einfach, ja, auch mir über die Jahre immer weiter ans Herz gewachsen ist und ich irgendwann das Ganze wertschätzen gelernt habe. Okay, vielen Dank für die Einschätzung. Wir kommen natürlich auch nachher zu dir nochmal zurück. Wir wechseln einmal die Schule und zwar an die Jeze-Schule Salzwedel, die für den Schulpreis letztes Jahr nominiert war. Und Jens, ich freue mich, dass du heute bei uns bist und wir zusammen sprechen können. Jens Winter ist Lehrer für Deutsch, Geschichte und Sozialkunde und Oberstufenkoordinator an der Jezetalschule, an der Jeze-Schule. Und außerdem im Lindius-Projekt in Sachsen-Anhalt Koordinator für digitale Bildung bei euch an der Schule. Und für dich die Frage, Jens, warum findest du das wichtig, dass in Schule viel in Projektform gelernt wird? Also ich habe bereits im Referendariat gemerkt, dass Projektunterricht sinnvoll sein kann. Also mir wurden Klassen zugeteilt, die eigentlich nicht handelbar waren. Und als ich dann im Geschichtsunterricht, ich glaube, der 5. oder 6. Klasse, einfach überlegt habe, was kann ich da machen, habe ich ein Spiel zur römischen Geschichte entwickeln lassen mit Wissensfragen. Und das hat einfach an Startschulen funktioniert. Und genauso habe ich das dann weitergemacht. Und dann bin ich eben durch viele Zufälle an der Jetzt-Schule in Salzwedel gelandet, wo der Projektunterricht zum Unterrichtskonzept, zum Schulkonzept dazugehört und habe es dann wirklich wertschätzen gelernt aus meinen Erfahrungen im Referendariat, die ich dann dort noch erweitern konnte und immer noch erweitere. Okay. Jens, wir machen gleich mit dir weiter und vorher möchte ich noch auf eine Möglichkeit hinweisen. Und zwar, wenn Sie als Teilnehmende heute Fragen haben an die Referierenden, an die Impulsgebenden, dann können Sie diese über ein bestimmtes Tool stellen. Das Tool heißt Mentimeter und den Link dazu
finden Sie ab jetzt im Chat. Also wenn Sie den Chat aufrufen und in gleicher Weise, wie Sie vorhin die andere Umfrage beantwortet haben, wenn Sie dort auf den Link klicken, dann gelangen Sie dort zu einer Seite, wo Sie Fragen stellen können. Und nicht nur das, Sie können auch schauen, welche anderen Fragen es dort gibt und Fragen, die Ihnen gefallen oder die Sie vielleicht genauso interessieren, nach oben wählen, sodass wir uns nachher tatsächlich mit den Fragen beschäftigen können, die für die meisten von Ihnen besonders relevant sind. Und jetzt machen wir mal mit unserem ersten Impuls weiter, kann ich ja fast sagen. Wir hatten ja schon angefangen gerade mit dem Einstieg. Jens, erzähl uns was zu der Schule, an der du arbeitest, und erzähl uns, in welchem Umfang und wie dort Projektlernen Teil des Konzepts ist, damit wir uns das vorstellen können. Also ich arbeite seit 8 Jahren an der Jeze-Schule in Salzwedel. Wir sind eine integrierte Gesamtschule in freier Trägerschaft in einer sehr ländlich geprägten Umgebung mit einem Einzugsradius von über 60 Kilometern. Also unsere Schüler reisen wirklich teilweise 1,5 Stunden an zur Schule. Und der Projektunterricht ist eben in den Klassen 5, 6 ist er implementiert durch VU, wie es bei uns heißt, also vernetzten Unterricht. Und ab der 7. Klasse ist er dann direkt im Stundenplan ausgewiesen. Von 7 bis 10 haben die Schüler pro Woche 5 Stunden Projektunterricht. Und in der Oberstufe leider nur noch 4 Stunden, weil wir es dort nicht anders hinkriegen, weil wir aufs Abitur vorbereiten müssen, auf das Zentralabitur. Und da können wir nicht allzu viele Stunden abknapsen. Okay, sag nochmal die Stundenanzahlen, damit wir uns das vorstellen können. Ab der 5 also, sind es wie viele Stunden? Also im Jahrgang 5 ist es eben vernetzter Unterricht. Dort fahren wir ein ganz anderes Konzept. Dort lernen die zwar die Projektarbeit, aber es heißt eben nicht Projekt. Mhm. Also vernetzter Unterricht ist eben projektübergreifender Unterricht, also Biologie, Deutsch, Mathe, alles zusammen. Und ab der 7. Klasse ist es dann wirklich als Fach im Stundenplan drin, Projektunterricht. Und da gibt es eben immer ganz verschiedene Themen, je nach Jahrgang gestaffelt. Also es kann sein zum Thema Weltreligion, es kann was geben in der 9. Klasse zum Dritten Reich. Meine 12. Klasse macht gerade etwas zum Thema Spektrum der Naturwissenschaften, wo sie sich dann eben selbstständig zu diesem Oberthema Themen auswählen können. Okay. Jens, ich weiß, dass du uns ein Video mitgebracht hast, wo auch eine deiner Schülerinnen zu Wort kommt und aus ihrer Sicht mal zusammenfasst, wie das mit dem Projektunterricht eigentlich für sie ist. Teil das doch mal hier über Bildschirmfreigabe mit uns ein. Schauen wir mal, ob es funktioniert. Wie funktioniert die Projektarbeit in der Oberstufe? Also wir haben immer bestimmte Zeiträume für ein Thema und so ein Oberthema vorgegeben. Momentan ist das Spektrum der Wissenschaften. Und dazu sucht sich dann jeder Einzelne ein Unterthema aus, was er halt selbst irgendwie auswählen darf. Und wir können auch in Teams arbeiten, zu zweit, maximal zu dritt. Und dann bereitet man halt seinen Vortrag auf sein ausgewähltes Thema. Welche Präsentationsmöglichkeiten gibt es? Man kann halt einen normalen Vortrag machen mit einer PowerPoint. Wir können Erklärvideos machen oder Spiele entwickeln oder Podcasts aufnehmen. Wie funktioniert die Erarbeitung der Projektthemen? Wir haben ein Projekt als richtiges Fach im Stundenplan integriert. Und da haben wir dann Zeit, an unseren Themen zu arbeiten. Und wir müssen meistens wissenschaftlich arbeiten. Und uns wurde das auch gezeigt, am Anfang der Oberstufe haben wir eine Einführung bekommen, wie das funktioniert, und das werden wir eigentlich bei jedem neuen Thema, das wir uns aussuchen sollen. Welche Vorteile hat die Projektarbeit? Dadurch, dass man sich sein eigenes Thema aussuchen darf, ist man meistens halt sehr interessiert an seinem Thema und hat auch wirklich Bock dazu, daran zu arbeiten. Und man ist gezwungen, sich selbst zu organisieren. Man muss gucken, wann arbeite ich an meinem Projekt, wie viel Zeit bleibt mir, wann mache ich was. Man wird relativ schnell selbstständig. Welche Herausforderungen gibt es bei der Projektarbeit? Also ich finde, dass das Selbstorganisierte auch gleichzeitig eine Herausforderung ist, weil man halt gucken muss, wann mache ich was. Ich habe ja auch noch andere Fächer, wie schiebe ich das jetzt dazwischen und wie organisiere ich mir mein ganzes Lernzeug, was ich so machen muss und wann ich welche Abgaben habe und wie ich das schaffe. Was lernst du insgesamt betrachtet bei der Projektarbeit? Dadurch, dass man sich halt jedes... Man hat meistens 3 große Oberthemen und dadurch, dass man sich zu jedem Oberthema ein neues Unterthema suchen muss, lernt man im Jahr viel dazu, zu seinen spezifischen Themen und hat
ein breiteres Wissen auf jeden Fall. Und das finde ich schon ziemlich cool, weil es ja meistens auch Themen sind, die einen wirklich interessiert und man die Chance hat, sich selbst auch weiterzubilden. Okay. Okay, danke sehr. Spannender Einblick hier von einer Schülerin von dir. War das deine Stimme als Fragende? Habe ich die richtig erkannt? Ja, genau. Okay. Jens, meine Frage an dich ist, du hörst dich so an, als würde bei euch Projektlernen wirklich in der ganzen Schule praktiziert werden und als würde es erfolgreich laufen. Was ist aus deiner Sicht eine Gelingensbedingung dafür, damit das seine Wirkung voll entfalten kann? Also was braucht es, damit Projektlernen auch als in der Schule gut wirksam werden kann? Es braucht eine gute Strukturierung über die Jahre, was jeweils gelernt wird an Kompetenzen in den Jahren. Also wir können nicht erwarten, dass ein Schüler, der in der 7. Klasse mit Projektunterricht anfängt, sofort eine perfekte Präsentation macht. Wir können nicht erwarten, dass ein Schüler in der 7. Klasse sofort alle möglichen Texte zu seinem Thema selber finden kann. Also wir müssen die Schüler gerade in unteren Jahrgängen ziemlich gut anleiten, damit sie die Kompetenzen erwerben, damit wir sozusagen die Früchte dann entweder bei den Realschülern tragen oder dann eben im Hinblick auf Studium in der Oberstufe. Das bedeutet eben ein jahrelanges Training. Und das bedeutet auch, dass alle Kollegen mitziehen müssen. Also die Kollegen müssen auch gewillt sein, sich auf neue Dinge einzulassen. Sei es, sie müssen sich dann plötzlich mit Videoschnittprogrammen oder Podcast-Erstellung auskennen. Das kommt dann noch dazu. Da würde ich mal direkt einhaken. Damit eine ganze Schule das praktizieren kann, wie organisiert ihr da, also erstens von der Schulentwicklung her, wie habt ihr das gemacht, wie kam es dazu und dann auch, wie organisiert ihr zum Beispiel Fortbildungen für die Lehrkräfte, damit sowohl das große ganze Konzept von der Haltung her irgendwie verstanden und gelebt werden kann, als auch zum Beispiel Videoschnittprogramme. Wie macht ihr das? Also das Projektlernen ist, wie ich schon erwähnt habe, im Schulprogramm angelegt, von Beginn an der Schule. Ich bin jetzt seit 8 Jahren da, die Schule gibt es seit 15 Jahren. Das gibt es also seit dem Beginn der Schule. Die Fortbildung der Lehrerschaft ist so ein bisschen auch Learning by Doing. Also die Lehrer bekommen dann, wenn sie bei uns neu anfangen an der Schule, natürlich einen Einblick. Sie bekommen auch einen Lehrer an die Seite gestellt, einen Erfahrenen, der sie dann einführt in das Schulkonzept und sodass sie auch das Schulkonzept begreifen und auch den Projektunterricht. Also für jede Stammgruppe, die wir haben, also für jede Klasse, gibt es sozusagen in der SEC 1 2 Stammgruppenbetreuer, die dann zwar nicht immer parallel unterrichten, aber sich sozusagen austauschen können über die Projektarbeit. Und die Lehrer müssen sich halt untereinander austauschen. Also welche Projektthemen funktionieren zu welchem Projekt oder welche Präsentationsmethoden funktionieren in welcher Klassenstufe besonders gut. Und das funktioniert einfach meistens über den Austausch dann in den Lehrerzimmern. Okay. Und ich nehme an, ihr verbringt auch Schulentwicklungstage, um diesen Fokus zu schärfen und Wir haben vor Schuljahresbeginn eben 1,5 Wochen Vorbereitungszeit und machen zwischendurch auch immer wieder Studiertage, wo wir die Schüler zu Hause lassen. Also regelmäßig im Schuljahr lassen wir die dann 2-3 Tage zu Hause, wo wir dann in der Schule schulinterne Fortbildung machen und Schulentwicklung betreiben. Okay, verstehe. Ich teile mal einmal mit der Runde eine Frage, die wir hier über Menti bekommen haben, die im Moment der Favorit ist. Und zwar, welche Orientierungsstrukturen benötigt es mindestens, um möglichst offen arbeiten zu können? Also wie ist es in eurer Praxis? Wie gebt ihr Menschen in einem offenen Raum, wie das Projektlernen ja ist, wie gebt ihr denen und welche Orientierungsstrukturen gebt ihr ihnen? Ja, schwierige, umfassende Frage. Also zum einen kriegen die Schüler natürlich einen Input. Sie kriegen Einführungen zu den jeweiligen Projektthemen. Sie bekommen Einführungen zu den möglichen Präsentationsformen. In der 5. Klasse machen die Schüler alle bei uns einen Computerführerschein, sodass sie mit der Software, die wir in der Schule haben, das ist standardmäßig Windows in dem Fall, umgehen können. Und eine Grundbedingung ist auch, dass im Schulgebäude genug Rechner rumstehen. Also wir haben geschätzt 70 frei zur Verfügung stehende Rechner im gesamten Schulgebäude in Gemeinschaftsbereichen stehen, die die Schüler und Lehrer jederzeit nutzen können. Also da gibt es keinen Schlüssel für die Räume, das sind Gemeinschaftsbereiche, erweiterte Flure, wo eben jeder, wenn ein Rechner frei ist, rangehen kann zum Recherchieren und Arbeiten. Und das ist eben das Erfolgsgeheimnis, also die Masse an Rechner- und Recherchemöglichkeiten. Daneben gibt es natürlich auch Bücher und eine Bibliothek. Aber da müssen wir uns nichts vormachen. Also die Hauptrecherche, gerade in der Oberstufe, ist natürlich übers Internet dann.
Ja, und nochmal, was die Orientierungsstrukturen angeht, da frage ich noch zwei Sachen nach. Das erste ist, wie sozusagen für die Schülerinnen und Schüler bekannt, also wie lang dauern Projekte bei euch typischerweise, wenn sie sind ja in Stundenplan eingebettet, gibt es da typische Längen und wie orientieren sich SchülerInnen genau in diesem Rahmen und wie helft ihr ihnen gegebenenfalls dabei? Also es gibt ein Logbuch, in dem die Projektthemen, die Oberthemen vorgegeben sind, wo sich die Schüler orientieren können. Aha, das sind die Oberthemen. Teilweise sind dort auch schon mögliche Unterthemen vorgegeben. Also dort haben sie erstmal eine inhaltliche Orientierung. Eine zeitliche Orientierung zu den Projekten. Also ja, wir beginnen Projekte. Wir haben sozusagen 4 Projekte pro Schuljahr. Wie lange die genug dauern, muss man dann mal genau durchrechnen, weil natürlich andere Sachen dazukommen, wie wir haben außerschulischen Jahr Nord Jeze fahren, wo dann die Schüler mal eine Woche hingehen. Das muss man dann wirklich als Stammgruppenleiter individuell berechnen, wann so ein Projekt zu Ende ist. Also bei 4 Projekten, wir haben 42 Schulwochen, würden es effektiv knapp 15 Schulwochen sein. Wenn wir realistisch sind, sind es dann vielleicht 10, 11 volle Schulwochen. Und in dieser Zeit muss ja auch die Präsentationsphase dann laufen. Ja. Also das sind ja dann öffentlich, also Präsentationen vor der Klasse. Das muss alles mit einberechnet werden. Also die haben vielleicht 5, 6 Wochen Zeit, volle Schulwochen, und dann gehen wir in die Präsentationsphase. Und sag noch mal, wie viel Zeitstunden pro Woche oder welchen Umfang nimmt es an, innerhalb einer solchen Projektphase? Sind es ein paar Stunden pro Also es ist Tag im oder Stundenplan pro Woche? implementiert, es sind 5 Stunden pro Woche in der Sek Okay. 1 und 4 in der Oberstufe. Wobei wir in der Oberstufe nur 3 Projekte pro Schuljahr haben und da sind wir ungefähr bei 11 Wochen Laufzeit, Pi mal Daumen, je nachdem wie es läuft, auch mit Schulausfällen, Ferien und so weiter. Okay. Die andere Frage ist, neue Schülerinnen und Schüler an eurer Schule, wie werden die mit der Herangehensweise, in Projekten zu arbeiten, vertraut gemacht? Ist das klar durchstrukturiert, wann die in welcher Klassenstufe was lernen oder wie macht ihr das? Ja, also eigentlich nehmen wir grundsätzlich nur Schüler auf in der 5. Klasse und von dort lernen sie ja dann, wie Projektarbeit funktioniert. Und wir merken auch immer wieder, wenn wir die Klassen später dann auffüllen, weil einige Plätze frei werden mit externen Schülern, dass die besondere Hürde daran liegt, die an die Projektarbeit zu gewöhnen. Also das ist schon so, dass da manchmal die Qualität unserer Schüler definitiv nicht erreicht wird sofort. Das bedarf einiger Zeit. Okay, verstehe. Ich habe eine letzte Frage, was so das Scheitern angeht. Sollten wir auch drüber sprechen. Wenn du aufs Projektlernen guckst, wo siehst du an eurer Schule auch Scheitern? Beziehungsweise, ich frage mich, hat es auch mal so klassenweise für eine ganze Weile auch mal nicht geklappt bei euch? Oder wo würdest du das Element Scheitern verorten? Es gibt immer wieder das Scheitern in der Projektarbeit. Das ist ganz natürlich. Also indem die Schüler es nicht schaffen, ein Projekt zu Ende zu bringen und keine Präsentation zu haben. Und die Konsequenz ist dann eben die Note, die sie dann bekommen. Also damit müssen sie dann leben. Das sind ja dann auch Fachnoten, die wir generieren. Also das gibt es. Das sind immer wieder einzelne Schüler oder vielleicht auch kleine Schülergruppen, wenn sie in Gruppen zusammenarbeiten. Aber ansonsten, dass jetzt ein Projekt komplett scheitert, ist eigentlich nur in der Corona-Zeit passiert, weil wir es da wirklich dann absolut nicht mehr koordinieren konnten. Und gesagt haben, wir stampfen dieses Projekt jetzt mal ein in der Oberstufe, das ist jetzt nicht nötig, wir konzentrieren uns auf andere Inhalte. Aber ansonsten gibt es global gesprochen kein Scheitern, eher individuelles Scheitern. Aber das ist ja auch ein Lernprozess für die Schüler. Wenn sie dann merken, sie scheitern in einem Projekt, dann wissen sie meistens, was sie im anderen Projekt dann in dem nachfolgenden Projekt besser machen können. Das ist genau, das ist zyklisches Lernen. Ja. Dafür gibt es ja mehrere Projekte und nicht nur sozusagen eine Projektwoche pro Und Jahr, wo es dann also mal was dazu. man als Lehrer auch ertragen muss, ist natürlich in der Projektarbeit, dass eventuell die halbe Klasse auch mal nicht arbeitet. Also das habe ich gestern gerade erlebt in der Vertretungsstunde, die ich hatte in der Klasse, die ich nicht kannte. Die dachten sich dann wahrscheinlich, bei dem Herrn Winter müssen wir nicht so doll arbeiten. Und dann reagiere ich natürlich dann pädagogisch darauf, dass sie dann auch wieder angefangen haben. Das gibt es dann natürlich auch, das beliebte Rumgammeln am PC, das kennen wir. Damit müssen wir aber leben als Lehrer. Okay, das hört sich eher an wie eine Herausforderung, die du annimmst, als jetzt Scheitern per se, wenn du so eine Stunde erlebst. Das sind alles Herausforderungen, ja. Und am Ende lachen sie Okay. darüber. Das haben mir die Schüler auch schon signalisiert. Okay, wunderbar. Dann enden wir mal sozusagen den ersten Impuls mit dir auf dieser lachenden Note. Vielen Dank, Jens, schon mal für die Antworten. Gern. Die Erinnerung nochmal in die Runde, wenn Sie weiter Fragen haben oder vielleicht ein Aspekt Sie besonders interessiert an dem, was jetzt Jens Winter gesagt hat oder grundsätzlich zum Projektlernen, stellen Sie die weiterhin in unserem Q&A-Tool Mentimeter.
Da kommen wir zu den höchstgevoteten auf jeden Fall später nochmal dazu. Jetzt möchte ich Sie einladen, 10 Sekunden lang oder 15 Sekunden lang mit mir zusammen still zu sein. Sie dürfen, wenn Sie wollen, aufstehen und einfach 5 Kniebeugen machen. Oder Sie genießen die 10 Sekunden Stille und atmen 3-mal tief durch. Wir sind nämlich schon eine halbe Stunde hier zusammen und dann reisen wir gleich gemeinsam nach Jena. 15 Sekunden. Wir kommen nach Jena und sprechen mit Helke und Hans Jakob darüber, wie Projektlernen an der Jena-Planschule Jena funktioniert. Und ich würde Helke dich mal bitten, uns zu erzählen, was diese Jena-Planschule ist, was sie tut und in welchem Umfang ihr Projektlernen in eurem Konzept eingebunden habt. Ja, mache ich gern. Ich habe auch 3 Folien dazu, vielleicht zur besseren Veranschaulichung. Und zwar ist als erstes ganz wichtig zu sagen, dass unser aktuelles Jena-Plan-Konzept auf dem Konzept Peter Petersens beruht, der in den 20er Jahren den Jena-Plan erarbeitet hat und auch die Universitätsschule in Jena hatte. Und wenn wir immer wieder im kleinen Jena-Plan oder im großen Jena-Plan lesen, dann finden wir Zitate, die für unsere Arbeit eigentlich ja, die Basis sind. Also das eine hier, ich lese es mal vor, damit ist bereits angedeutet, dass der Ausgangspunkt aller unterrichtlichen Arbeit das natürliche Lernen, der freie Bildungserwerb ist. Dass sich alles Kunstlernen oder Aufgabelernen soweit irgend möglich an das natürliche Lernen anzuschließen, dessen Formen und Situationen nachzubilden hat. So muss auf jedes zwangsmäßig gleichmäßige Fortschreiten der Schüler in den Fächern verzichtet werden. Und das war für uns die logische Schlussfolgerung. Die Schule ist 1991 gegründet worden. Das kann man im Projekt machen. Wo nicht unbedingt nur der Fachinhalt im Vordergrund steht, sondern natürlich auch andere Kompetenzen vermittelt werden, wichtige Kompetenzen wie Sozial-, Methoden- und Selbstkompetenz. Unsere Schule, wie ich bereits gesagt habe, wurde 1991 gegründet. Ich bin seit 1998 dabei. Und die Struktur der Schule ist so aufgebaut, dass wir, jetzt müsste die nächste Folie kommen, genau, dass bei uns Kinder und Jugendliche vom Kindergarten an bis zum Abitur nach 13 Jahren lernen. Wir sind eine sehr kleine Schule, eine staatliche Schule mit insgesamt etwa 413 Schülern momentan plus 30 Spatzen im Kindergarten. Und ich denke, eine Besonderheit unserer Schule ist auch das jahrgangsgemischte Lernen. Woraus ganz viele Fragen, das war für mich gerade ganz schwer nur zuzuhören, weil ich gern mitdiskutiert hätte mit der Jetze-Schule. Man merkt ja auch Unterschiede in den Schulen und das ist ja auch gut so. Bei uns ist ganz wichtig, die erste Grundvoraussetzung für das Projektlernen, wir lernen jahrgangsgemischt. Und das heißt, dass bereits im Kindergarten die Spatzen im Alter von 3 bis 6 Jahren natürlich auch Themen bearbeiten im Kindergarten, wo sie im Grunde genommen schon mit dem Projektlernen ein Stück weit vertraut gemacht werden. Und wenn wir dann weitergehen in die Untergruppen, Mittelgruppen bis zu den Obergruppen und zur Oberstufe, ändert sich auch die Form des Projektlernens. Und wenn wir jetzt auf die nächste Folie schauen, ist zunächst deutlich, dass also alle Pläne, alle Themen, die bei uns im Projekt ins Projekt integriert werden, natürlich aus den Lehrplänen stammen. Und bedingt durch die Jahrgangsmischung, wir haben also immer 3 Jahrgänge zusammen, 1. bis 3. Jahrgang, 4. bis 6. Jahrgang, 7. bis 9. Jahrgang, muss es natürlich einen sogenannten 3-Jahres-Rhythmus geben. Das heißt, dass also das Kind im ersten Jahrgang andere Themen bearbeitet als im 2. und im 3. Jahrgang. Und das setzt sich dann fort nach oben. Im 1. bis 3. Jahrgang ist es so, dass die Schülerinnen und Schüler in die Arbeit, in das Projektlernen durch die Arbeit am Wochenplan geführt werden. Das heißt, hier ist das Thema ja noch recht eng vorgegeben, aber es gibt immer offene Aufgaben, wo sie dann selbst forschen können, wo es auch ganz wichtig ist. Sie haben also die Projektpläne bekommen, die Kinder alle zu Schuljahresbeginn. Und dann werden auch gerade die Untergruppen aufgefordert, zu dem Thema zu Hause schon Material zu sammeln, Fragen mitzubringen. Ja, und ab der Mittelgruppe bis zur Gymnasialen Oberstufe dauern die Projekte dann
immer länger, in der Untergruppe also 2 Wochen, ab der Mittelgruppe dann in der Regel 3 bis 4 Wochen, aber auch durchaus 6 Wochen. Und es gibt dann immer die Struktur, es gibt die Einführungsphase, also so ähnlich wie in der Jetzt-Schule, dass man also das Thema einführt. Ich kann es jetzt mal am Beispiel der Obergruppen. Ich habe gerade ein Projekt, das heißt Weimarer Klassik. Also wir versuchen auch anzubinden in unseren Kontext. Jener liegt 25 Kilometer weit entfernt von Weimar. Die Weimarer Klassik, da führen wir ein, um Interesse fürs Thema zu wecken, auch deutlich zu machen, warum ist es jetzt wichtig, dieses Thema zu bearbeiten. Die Schüler eignen sich in dieser Phase zum Beispiel über die Epoche-Grundkenntnisse an. Es wird also so eine Art Basis gelegt. Und dann gibt es die Erarbeitungsphase, dann werden Unterthemen aufgemacht. Also wir haben hier zum Beispiel Themenvorschläge, Goethe als Staatsmann, Goethe als Naturwissenschaftler, Goethe und die Frauen, Goethe und sein Hoftheater. Ganz viele Themen. Gibt es Wünsche von Schülerinnen und Schülern, die sagen, dürfen wir auch dazu arbeiten? Dann wird das mit uns abgesprochen. Kann auch möglich sein. Und dann gibt es diese Arbeitsphase von etwa 2 bis 3 Wochen, die in eine Präsentation mündet. Und diese Präsentationen sind ganz vielfältig. Die werden in Konsultation mit uns, erklären uns die Schüler, was sie vorhaben, wie sie präsentieren wollen. Und ganz wichtig ist dann nach dieser Präsentation, die werden immer eingeschätzt durch Schüler und durch Lehrerinnen und Lehrer, die dort mit am Projekt teilnehmen. Also diese Evaluationsphase. Und dann ist es bei uns so, die Schüler, die natürlich auch mal, ich möchte es nicht scheitern nennen, aber die mit ihrem Projekt unzufrieden sind, mit den Ergebnissen, die bekommen dann die Chance der Überarbeitung und auch nochmal die Möglichkeit eingeräumt, nochmal zu präsentieren. Also das zu dem, wie es bei uns Unterricht, Lernen im Projekt funktioniert. Und man merkt auch ein ganz fester Rhythmus im Stundenplan, Untergruppen bis 10. Jahrgang, 3-mal in der Woche 90 Minuten, also 6 klassische Stunden, wenn man das jetzt klassisch sieht, also 6-mal 45 Minuten, nur bei uns gibt es den Blockunterricht. Und in der Oberstufe ist es sogar noch 1 Stunde mehr, weil uns das Lernen im Projekt eben so wichtig ist und weil wir finden, dass man auch Fachinhalte, auch fürs Abitur, sehr wohl im Projekt vermitteln kann. Genau. Und die besonderen Formen, du hast dich vorhin an die Schulprojektwoche erinnert, die völlig in der Hand unserer Schülerinnen und Schüler liegt. Das ist eine besondere Woche, weil die ist wirklich eine ganze Woche. Auch das Schuljahresanfangsprojekt und noch gar nicht so lange eingeführt, das freie Thema in der Oberstufe ist auch ein einwöchiges Projekt, was sich unsere Schüler wieder eingefordert haben. Wow, das ist eine Riesenvielfalt. Und es hört sich schon mal nach sehr viel Projekt an. Und Helke, ich danke dir für den Überblick. Und ich glaube, wir können die Präsentation mal beenden und rüberwechseln zu Hans Jakob. Hans Jakob, du bist aktuell im 13. Jahrgang, bereitest dich aufs Abitur vor. Und wir haben im Vorgespräch uns über einen bestimmten Moment in deiner Projektbiografie, wollte ich gerade sagen, unterhalten. Und zwar als ihr gerade anfangen wolltet, euch mit Dramen im Deutschunterricht bei Frau Felgenträger zu beschäftigen. Und dann war die Schule plötzlich zu. Erzähl doch mal, was ist da passiert und in welchem zeitlichen Ablauf passierte genau dieses Projekt Lernen? Ja, wir sollten gerade, als die Corona-Zeit angefangen hat, ein Deutschprojekt über die Dramen haben und in der allerletzten Stunde, die wir, glaube ich, überhaupt hatten in der Schule, hat Frau Felgenträger noch einmal umgeschwenkt, hat überlegt, okay, wie kann ich das Projekt jetzt umgestalten, sodass man das Ganze auch von zu Hause aus bearbeiten kann. Sodass die Idee fürs Projekt stand schon, der Plan stand schon, die Gruppen standen auch schon fest. Ich war in einer Vierergruppe, wir hatten das Drama Biedermann und die Brandstifter zum Ausarbeiten. Und dann stand auch die Aufgabe in der letzten Stunde noch fest, dass es eben eine Arbeit über den Schriftsteller Max Frisch und eben sein geschriebenes Werk sein soll. Und dann ging es nach Hause an die Arbeit. Dann waren wir zu Hause die ganze Zeit. Und dort haben wir dann in unserer Gruppe das sowohl über per E-Mail, per WhatsApp oder wir haben uns sogar 2-mal per Zoom getroffen, abgesprochen, dass alle ihre Punkte eben zu der Arbeit beigetragen haben. Wir hatten das in der Schule sogar schon aufgeteilt, noch wer was macht, sodass dann alle selbstständig zu Hause arbeiten konnten, so wie wir das meistens dann eben in der Schule machen, nur dass wir dort eben in einem Lernumfeld sowieso schon sind. Aber das war kein allzu großer Einschnitt, finde ich, weil wir einfach zu Hause schon
lernen, weil wir einfach schon selbstständig lernen konnten, das Ganze dann eben von zu Hause machen durften. Die größte Schwierigkeit dabei war, sich zu motivieren zu lernen, aber ansonsten war das Projekt so ähnlich wie alle anderen. Okay, sag uns einmal, wie lange hat das Projekt gedauert vom zeitlichen Umfang her in dieser Zeit, also ungefähr 3 oder ungefähr 10 Wochen? Ich glaube, es war ein kleines bisschen länger als ganz normal. Zwischen 3 und 10 Wochen war es. Okay. Ich hätte jetzt gesagt, maximal 5 Wochen, oder? Ich bin mir nicht ganz sicher, muss ich ehrlich sein. Okay. Was mich interessiert, normalerweise habt ihr in der Schule eine bestimmte Art von Rückmeldung von der Projektgruppe, auch mit der Lehrkraft. Beschreibt die mal, wie das normalerweise läuft und wie das dann bei diesem speziellen Projekt läuft. Also wie häufig gibt es da Rückkopplungen mit der Lehrkraft, die euch begleitet? Ja, normalerweise haben wir in den Projekten dann meistens mindestens einmal die Möglichkeit, dass wir eine Konsultation mit dem Lehrer oder der Lehrerin haben, wo wir einfach darüber sprechen, wie gerade unser momentaner Arbeitsstand ist, wo wir Hilfe benötigen. Und da wird dann auch von den Lehrerinnen dann immer noch drauf geschaut, wo müssen die Schülerinnen vielleicht noch ein bisschen das Ganze vertiefen, wo läuft es bisher ganz gut. Und das war in dem Fall vor allem durch E-Mail-Kontakt gegeben. Wir hatten es auch so nochmal gesprochen, aber ansonsten war das hauptsächlich, dass wir bei Nachfragen Frau Felgenträger per E-Mail kontaktieren konnten. Und ganz besonders spannend war es dann eigentlich bei der Auswertung ganz am Ende, weil normalerweise haben wir eine Präsentation dann vor der gesamten Klasse, sodass das alle hören, alle uns auch eine Rückmeldung geben, wir auch die anderen Ergebnisse sehen, was eigentlich am schönsten ist an der ganzen Sache, dass man auch sieht, was die anderen so gemacht haben. Und das war in dem Fall halt ein bisschen anders. Wir haben Frau Felgenträger da unser Ergebnis schon geschickt und haben uns dann als Vierergruppe mit Frau Felgenträger dann nur noch einmal getroffen zu einer Konferenz, wo dann einfach sie das Ergebnis schon gesehen hatte, es war eine Filmdatei und wir einfach nur noch darüber gesprochen haben, wie sie das fand, wie wir das fanden. War okay. Auch eine interessante Erfahrung, aber ich würde lieber auch die anderen Ergebnisse anschauen und mit den anderen Schülerinnen noch zusätzlich darüber reden. Ich glaube, da kommt auch noch ganz viel bei drumherum. Und verstehe ich das richtig, dass das insofern anders war als normalerweise bei den Projekten? Tatsächlich ein wichtiger Aspekt auch ist das Vorstellen und das Feiern der Projektergebnisse. Das hat einen bestimmten Rahmen bei euch, richtig? Ja, also es läuft am Ende immer auf eine Präsentation hinaus. Die kann aber in ganz unterschiedlichen Varianten sein. Bei uns war es jetzt so, dass wir in dem Fall, in dem Projekt, uns dafür entschieden haben, eine Fernsehshow zu veranstalten, also so zu tun, als würden wir eine Fernsehshow machen. Das ist aber eben uns selbst überlassen gewesen und das ist einmal schön dann zu sehen, wie haben die anderen das gestaltet und wie sieht das bei den anderen aus, und das ist halt leider dadurch ein bisschen verloren gegangen. Aber ansonsten, ja, und ansonsten ist es schon ein sehr wichtiger Aspekt, dass man die anderen sieht, sich von die Rückmeldungen von den Schülerinnen auch hört und einfach dadurch Inspiration bekommt, wie könnte man mit dem Thema eigentlich auch umgehen, so wie die das eben gemacht haben. Ja, okay. Vielen Dank für die Einschätzung dazu. Wir kommen nach diesen beiden Impulsen, nach diesen sehr kurzen Einblicken. Wir könnten sicherlich mit dir, Hans-Jakob, und mit Helke auch noch viel weitersprechen. Es gibt nachher noch Fragen. Wir kommen nach diesen kurzen ersten Einblicken zu unserer zweiten Gruppenphase. Und zwar möchte ich Sie einladen, sich einmal kurz Zeit zu nehmen und bei sich zu überlegen, was hat Sie bisher von dem Gehörten zu den Projektlernen in den Schulen überrascht? Oder auch, was hat Sie beeindruckt? Und als zweite Frage, was müssten Sie noch wissen oder was müssten Sie noch heute noch für eine Frage beantwortet bekommen, damit Sie an Ihrer Schule, so Sie es denn wollten, Projektlernen noch besser voranbringen könnten? Und die beiden Fragen habe ich Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. Erstens, was hat Sie im Webinar bisher überrascht oder beeindruckt? Und zweitens, welche Frage müsste heute noch beantwortet werden, damit Sie Projektlernen besser voranbringen können? Sie werden gleich in Vierergruppen
verbracht und haben dort 6 Minuten Zeit. Wieder gilt das Gleiche, diese Sessions werden nicht aufgezeichnet, die sind nur für ihr Lernen und ihre Reflexion da. Und tatsächlich die Fragen, die sie generieren, nehmen wir natürlich noch mit in die abschließende Frage- und Antwort-Session. Insofern freue ich mich, wenn Sie einfach schauen, was wollen Sie noch mitnehmen aus dem Webinar. Und jetzt sehen wir uns in 6 Minuten wieder. Viel Spaß erstmal in den Vierergruppen, in der Gruppenarbeit. Herzlich willkommen zurück in unserem Webinar zum Thema Projektlernen. Wir haben jetzt sehr viele Fragen noch auf Mentimeter und Lena, ich würde dich bitten, mal jetzt für die verbleibenden 10, 15 Minuten zu schauen, welche von den Fragen am meisten gewotet wurden und welche du also an die unsere Impulsgebenden stellen magst. Fang doch mal an. Gerne. Ja, einige Fragen konnten wir zum Glück auch schon beantworten oder zumindest aufgreifen, aber eine, die jetzt hier noch ganz doll brennt, ist, wie funktioniert Projektarbeit online? Da kann man sicherlich gut anknüpfen an das, was wir auch schon aus den Erfahrungen von Hans Jakob gehört haben, aber ich glaube, da gibt es Bedarf, noch mehr Konkreteres zu hören. Wie kann das funktionieren? Ja, wer mag anfangen, vielleicht besonders von den Erfahrungen des letzten halben Jahres zu erzählen oder auch, wie das sonst in euren Schulen eingebunden ist. Vielleicht fangen wir mit dir an, Jens. Ja, also Projektarbeit online ist ein schwieriges Thema. Also wir sind ja in der Altmark im ländlichen Raum und dort sind nicht alle kleinen Kaffdörfer, wenn ich so nennen darf, mit schnellem Internet versorgt. Also daran scheitert es manchmal schon und da gibt es auch nicht unbedingt mobile Daten. Also das ist so ein Hindernis, was wir im ländlichen Raum haben bei der Projektarbeit. Also die Schüler haben große Schwierigkeiten, wenn sie jetzt ein Projekt haben, wo sie mit mehreren dran arbeiten, sich untereinander zu koordinieren. Also die wohnen ja teilweise auch dann 50, 60 Kilometer auseinander. Also die können sich auch nicht unbedingt schnell treffen. Das ist auf jeden Fall eine Schwierigkeit, woran auch das Projekt, was vor der Corona-Zeit begonnen wurde, dann gescheitert ist, weil die Schüler sich einfach nicht treffen konnten und auch die Technik, das Internet es nicht hergab. Das war schwierig und deswegen mussten wir halt auch mit den Ergebnissen leben, die wir bekommen haben. Ja, also online ist es halt schwierig, wenn man nicht vorher die Tools eingeführt hat. Also wir haben dann Zoom zwar eingeführt als Lehrer und auch als Unterrichtstool, damit konnten wir die, zumindest in meiner Stammgruppe, alle Schüler erreichen, aber andere Schüler konnten eben aufgrund der schlechten Internetverbindung es nicht schaffen. Ja, okay, danke sehr. Helke, wie ist das bei euch? Wie waren eure Erfahrungen jetzt aus deiner Sicht als Lehrkraft mit dem Thema Projekte online? Hattet ihr vorher damit Erfahrungen? Habt ihr während der Schulschließung damit Erfahrungen gemacht? Und vielleicht, was habt ihr mitgenommen aus der Erfahrung? Also vorher Erfahrungen war ja nicht notwendig. Und wir haben ja auch gerade Hans Jakob gehört, das Schönste ist, wenn wir wirklich in Gemeinschaft präsentieren. Ich war noch so naiv, als wir mit dem Dramenprojekt anfingen, dass ich dachte, das wird wieder eine analoge Präsentation. Also alles darauf ausgerichtet. War ja zu Mitte, Ende März war die Schule dann zu und ich dachte, ja gut, Anfang Mai, es waren noch die Osterferien, das wird eine analoge Präsentation. Die ist es nicht geworden. Hans Jakob hat das jetzt ganz ruhig so dargestellt. Ich kann eigentlich aber das, was die Schüler sich in der Zeit überlegt haben, nicht hoch genug schätzen, weil die sind noch fitter in den digitalen Formaten gewesen. Also wir haben das Glück in Jena, ich habe alle auch per Videokonferenz erreicht, aber die Schüler haben gesagt, also die Präsentationen waren so vielfältig, angefangen über Podcast, Legefilm, Prezi haben sie neu angewendet. Also das war, ich habe ganz verschiedene Formate bekommen, wo ich sage, toll, ist eine super Möglichkeit. Und bei uns in der Schule herrscht irgendwie ein Konsens, wir können auf ganz viel verzichten, wir können auf Noten verzichten, wir können nicht auf eine Einschätzung verzichten, wir wollen überhaupt nicht auf Projekt verzichten. Nun ist es natürlich der Oberstufe noch eine komfortablere Situation, weil die Schüler wirklich sehr, sehr selbstständig sind. Aber auch unsere Stammgruppenleiter der Mittelgruppe haben neue Projekte entwickelt, zum Beispiel eins war dann Sehenswürdigkeiten in und um Jena, sodass Kinder, also auch mit ihren Eltern, war es ja dann erlaubt, in kleinen Gruppen rauszugehen. Die haben dann so kleine Sehenswürdigkeiten vorgestellt von Jena, haben ihre Präsentation, haben sich dann per Videokonferenz getroffen, das vorgestellt. Ich weiß, die Obergruppen, die sind auf ein ganz neues Betreuungsprinzip umgestiegen, weil es ist ein Unterschied, ob ich 29, 7 bis 9 Klässler habe. Und dann ein Projekt machen soll, wie mache ich das mit 29 meiner Videokonferenz, ist nicht toll,
ich sehe sie auch nicht alle, sonst wie ducken sich ab. Die haben ein Mentorenprinzip entwickelt. Und da war, wer hat denn Lust mitzumachen bei diesen Projekten? Und es haben sich ganz viele engagierte Lehrerinnen gefunden und Lehrer, nicht nur die, die in der Zeit Projekt gehabt hätten und die gesagt haben, ja, wir denken uns ein Projekt aus und dann hat eben ein Lehrer nur 7 bis 9 Schüler zu betreuen. Wir schauen mal, wie die vielleicht auch miteinander kommunizieren. Also ich glaube, meine Kolleginnen und Kollegen sind ja auch wirklich ganz offen, innovativ und ich habe nur gestaunt. Jeder hat versucht, die Schüler zu erreichen und was Tolles in der Zeit zu machen. Und das ist beeindruckend gewesen. Danke sehr. Ich habe noch eine Frage an Hans Jakob. Erlebst du, dass das jetzt durch das halbe Jahr turbo-digitaler Umgang ein anderes Arbeiten in Projekten geworden ist? Wie würdest du das sehen? Und siehst du da auch einen Vorzug drin für das Arbeiten jetzt? Oder wie ist das in deinem Erleben konkret jetzt in der Schule? Wie passiert das da? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist bei uns ziemlich gleich geblieben, dadurch, dass einfach davor schon oft irgendwelche digitalen Varianten verwendet wurden, auch für die Präsentationsform. Wir haben ab und zu schon mal einen Film gedreht, um den zu präsentieren, sodass das nicht unbedingt was Neues war und die Projekte das einfach vorher schon mit beinhaltet haben oder es eben jetzt nicht unbedingt notwendig ist und deshalb ich denke, dass sich nicht allzu viel groß verändert hat, weil es entweder schon da war oder nicht notwendig ist, es unbedingt zu ändern. Ich denke, es hat sich nicht viel verändert. Okay, muss es ja auch gar nicht. Genau deswegen habe ich ja gefragt. Vielen Dank für deine Einschätzung. Lena, mich interessiert, ob es noch Fragen gibt aus dem Mentipool, die entweder sehr hoch gerankt sind oder ob noch was zum Thema Schulentwicklung gefragt wurde. Also es gibt eine Frage, die sehr hoch gewotet ist, auch gibt es ein Kompetenzraster? Und vielleicht können wir das aus Zeitgründen, vielleicht kann ich noch eine zweite gleich mit anschließen, passen Noten und Projektarbeit zusammen? Und was gibt es eventuell für andere Formen der Rückmeldung? Das wurde ja auch schon angeschnitten, aber vielleicht können wir diese Aspekte nochmal vertiefen. Okay, dann würde ich einfach nochmal, Jens, fangen wir bei dir an, wenn du die beiden Fragen noch im Kopf hast. Also gibt es ein Kompetenzraster, gibt es ein Kompetenzraster und passen Noten und Projektarbeit zusammen? Genau. Vielleicht machen wir es als eine inhaltliche Abschlussrunde, damit wir hier schon zum Abbinden kommen, weil wir sind schon kurz vor dem Schluss. Jens. Ja, zum Thema Kompetenzraster. Theoretisch gibt es ein Kompetenzraster bei uns in der Schule, was wir aber nicht unbedingt verschriftlicht haben. Also das wird sozusagen durch die gelebte Praxis weitergegeben an die jeweiligen Jahrgangsstufen, sagen wir so. Wir sollten es mal verschriftlichen, das wissen wir, haben wir noch nicht geschafft. Mhm. Passen Noten und Projektarbeit zusammen? Ja, das passt zusammen. Die Frage bei der Notengebung ist immer, was kann ich überhaupt bewerten? Also ich kann auf jeden Fall die Präsentationskompetenz bewerten, ich kann bewerten, wie gut und wie intensiv sie recherchiert haben, ich kann die Richtigkeit der Informationen bewerten. Das funktioniert schon. Okay, also in eurer Wahrnehmung gibt es da notwendigerweise einen Widerspruch zwischen? Nein, da gibt es keinen Widerspruch. Okay, danke sehr. Helke, wie sieht es bei euch aus mit Kompetenzrastern und auch mit Bewertung und Benotung von Präsentationen bzw. Projekten? Ja, bei uns gibt es nicht das Kompetenzraster. Die Schüler werden nicht gerastert. Es gibt sehr wohl die Kompetenzen vom Lehrplan, die festgeschrieben sind. Die werden aber individuell für jedes Projekt dann neu aufgesetzt. Und ich handhabe es grundsätzlich so, und ich weiß viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch, ich bespreche vorher immer die Bewertungskriterien. Also sie müssen transparent sein mit den Schülerinnen und Schülern. Wir entwickeln die zusammen. Schüler setzen zum Teil auch eigene Schwerpunkte, wo sie sagen, bitte, ich möchte im Arbeitsprozess da beobachtet werden und so weiter. Das ist ganz wichtig. Noten gibt es bei uns sowieso erst ab Klasse 7. Das heißt, auch Untergruppe, Mittelgruppe wird schriftlich eingeschätzt. Also nur das schriftliche Feedback von den Lehrern und Lehrerinnen, aber auch durch Schülerinnen und Schüler Selbstbeurteilung auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bräuchte auch bis in die Oberstufe keine Noten. Bei uns ist es auch so, dass Projekte nach wie vor, auch wenn wir die Noten haben, immer schriftlich mit eingeschätzt werden, wo eben vorne die Kriterien stehen und dann wird daneben schriftlich eingeschätzt. Und die Schüler, wir hatten da auch mal eine Umfrage dazu, selbst in einem höheren Alter, wo man denkt, sie interessiert gar nicht mehr, was der Lehrer einschätzt, was er schreibt, sie wünschen sich dieses schriftliche Feedback. Mal schauen, was Hans Jakob jetzt sagt. Vielleicht habe ich auch was Falsches erzählt.
Spannend, wie erlebst du das? Also neben bei der Bewertung, ganz kurz kann ich mich nur anschließen, also wir haben auch ab Klasse 8 erst die Notenvergabe, also vorher bekommen sie halt nur ein Feedback, aber in dem Sinne keine Noten, erst ab Klasse 8. Okay. Hans-Jakob, wie erlebst du die Rückmeldung und die Bewertung vielleicht auch von euren Projekt- und Präsentationsleistungen? Wir hatten das gerade heute wieder mit einer Lehrerin besprochen, dass wir der Meinung waren, die Noten zerstören ganz viel bei der ganzen Sache, weil man einfach ein Druck aufgebaut wird, dass man zu einem möglichst konformen Ergebnis kommen muss und nicht so ein bisschen die Freiheit hat, was so zu gestalten, wie man das gerne möchte. Und dass eben bei einer Bewertung leider immer weiterhin die Subjektivität nicht komplett rauszunehmen ist. Und sodass ich der Meinung bin und ich glaube auch ein Großteil der Schülerinnen bei uns der Meinung ist, dass wir nicht unbedingt die Noten bräuchten und auch sonst so trotzdem gut mitarbeiten würden, einfach weil es bei Projekten meistens um Themen geht, die man sich gewählt hat oder die einen ein bisschen interessieren, weil man den Teilbereich wählen konnte. Und dadurch denke ich, dass Noten und Projekte, es geht zusammen, aber ich würde es mir wünschen, dass es ohne wäre. Okay, danke dafür für deine Stimme. Ich habe eine Frage in die Runde zum Thema Schulentwicklung. Und zwar, wenn ihr Leuten etwas raten sollt dazu, wenn man Projekte größer aufhängen will in der Schule, wo fängt man da an? Das ist jetzt, ich nehme an, dass Hans-Jakob, du hast wenigen Leuten bisher dazu geraten oder Tipps gegeben, wie man das besser machen kann. Helke und Jens, ich nehme an, ihr werdet immer mal gefragt, sag mal, wie macht ihr das? Wie kann ich sowas anfangen, wenn ich in meiner Schule Lernen in Projekten stärker etablieren würde? Und ich meine Frage in die beiden Richtungen ist jetzt, was gebt ihr da für Tipps oder nach dem, was euch bekannt ist zu Gelingensbedingungen, was bringt ihr mit, in so ein Gespräch mit rein als Tipps und Ratschläge vielleicht sogar? Wer mag anfangen? Soll ich? Gern. Ja, wir haben sehr oft Gäste bei uns in der Schule und ich glaube, man wird angesteckt, wenn man Schulen besucht, die sich da eben schon auf den Weg gemacht haben, vielleicht noch ein, zwei Kollegen mitnimmt. Es ist immer ganz wichtig, glaube ich, dass auch Schulleitung dabei ist, weil man braucht auch den Rücken gestärkt davon. Es funktioniert immer dann, wenn der Wunsch wirklich von innen kommt. Vielleicht auch Schüler mit in die Planungsrunde hineinnehmen und versuchen, langsam anzugehen. Nicht zu viel zu verlangen, weil sonst geht es schief. Und ich glaube, wenn es von außen aufgedrückt wird, auch da gibt es ja Beispiele, funktioniert es gar nicht. Und es muss langsam wachsen. Und wie gesagt, man hört ja, wir merken das zum Beispiel bei unseren sogenannten Quereinsteigern, wenn Schüler eben erst in der 7., 8. Klasse zu uns kommen. Man kann es nicht voraussetzen, dass das jeder sofort die Methoden lernt. Das ist ein langer Prozess. Und ich glaube, es fängt wirklich damit auch an, dass man als Lehrer seine Rolle überdenkt. Bin ich derjenige, der ganz schlau vorne steht und immer Stoff vermitteln möchte? Oder sehe ich mich als Begleiter der Schüler, als Berater? Nehme die Schülerinnen und Schüler ernst mit ihren Ideen, mit ihren Vorschlägen? Also ich glaube, die Lehrerrolle ist eine ganz wichtige. Okay. Jens, wie ist es mit dir, wenn du Kolleginnen oder Freunden rätst, wie sie in ihrer Schule vielleicht Projektlernen noch einen größeren Stellenwert geben können? Was ist da deine Trickkiste oder worauf glaubst du, kommt es an? Ich kann mich dem, was Helke gesagt hat, auch nur anschließen. Also ganz wichtig ist es, andere Schulen zu besuchen. Und genau wie Helke es sagte, mit mehreren Kollegen, mit der Schulleitung zusammen, um dann einen Eindruck zu kriegen, wie es da funktioniert. Und dann kann man es Schritt für Schritt vielleicht implementieren über einen langen Zeitraum. Also wenn ich jetzt auch gerade wieder zum Beispiel ich selber das Thema Kompetenzraster für die Projektarbeit gehört habe, ja, das habe ich auch schon mal gesehen an anderen Schulen. Jetzt habe ich es mir wieder aufgeschrieben. Eigentlich müssten wir es bei uns auch mal implementieren. Das sind da kleine Schritte, an denen man arbeiten muss. Es kann halt auch Jahre dauern. Das kann man nicht von heute auf morgen schaffen. Das funktioniert nicht. Es ist ein langer Prozess. Okay. Und auf jeden Fall, das ist jetzt, natürlich ersetzt unser heutiges Webinar keinen Schulbesuch an der Jetze-Schule oder an der Jena-Plan-Schule oder an anderen Schulen, aber zumindest, Jens, du bist jemand, der sich schon was aufgeschrieben hat und vielleicht nimmst du also das mit. Das würde mich freuen. Wir kommen in Richtung Abschluss und da möchte ich Sie als Teilnehmende bitten, einmal zu überlegen, welche Erkenntnis Sie von heute mitnehmen, also eine neue Erkenntnis. Was wussten Sie noch nicht zum Thema Projekt,
lernen, was hat sie überrascht und welche Erkenntnis nehmen Sie mit? Und wir teilen das miteinander auf folgende Art und Weise. Öffnen Sie mal den Chat und dort finden Sie einen Satz, den Sie gleich vervollständigen können, nämlich meine Erkenntnis aus dem Webinar, Doppelpunkt, und dann kommt Ihre Erkenntnis. Wir machen das auf folgende Weise. Sie schreiben jetzt in das Chatfenster Ihre eine Erkenntnis und tippen, und das ist das Besondere, drücken noch nicht auf Absenden. Und wenn 30 Sekunden vorbei sind, drücken wir alle gemeinsam auf Enter und dann gucken wir uns mal an, was dort heute im Laufe des Webinars bei Ihnen für Erkenntnisse gewachsen sind. Also gehen Sie ins Chatfenster, wenn Sie möchten, und tragen Sie dort ein, was Ihre eine Erkenntnis ist, die Sie aus dem Webinar mitnehmen, und drücken noch nicht auf Enter. Das machen wir erst in 20 Sekunden. Noch 10 Sekunden. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Enter bitte. Und jetzt schauen Sie doch mit mir zusammen einfach mal den Chat durch. Da ist mehr, als ich jetzt werde nennen können. Ganz bunt herausgegriffen. Die Wichtigkeit der Schulleitung als Rückhalt. Das Lernen in Projekten eignet sich hervorragend für das sogenannte Homeschooling. Oder die Schülerinnen und Schüler noch viel häufiger in Projektarbeit schicken und ihnen mehr zutrauen. Die können das. Also die Kommentare hier aus dem Chat zeigen eine Vielfalt von Erkenntnissen. Und ich möchte mich jetzt bei unseren Impulsgebenden für heute bedanken. Lieber Jens, liebe Helke, lieber Hans-Jakob, vielen Dank, dass ihr heute euch die Zeit genommen habt und uns von euren Erfahrungen mit Projektlernen berichtet habt. Vielen Dank an euch. Ich möchte Sie alle als Teilnehmende bitten, jetzt noch einmal eine Umfrage auszufüllen und uns Ihr Feedback zu schenken. Wir versuchen, diese Online-Woche so gut wie es geht zu gestalten, und dafür brauchen wir Ihr Feedback. Das ist unser Sauerstoff, also bitte klicken Sie einmal den Link an, und vielleicht wollen Sie die Umfrage auch erst später ausfüllen, aber klicken Sie doch jetzt auf den Link und schenken uns Ihr Feedback. Das sind nur 4 Fragen und wir brauchen es, um das Format weiterzuentwickeln. Vielen Dank schon mal dafür. Im Programm der Online-Themenwoche geht es bunt weiter. Und zwar heute Abend mit dem Vortrag von Frau Professor Haug-Thum und 21.30 Uhr dann dem Tagesausklang, wo Sie sich einklinken können, ebenfalls auf Zoom. Morgen früh um 11 Uhr gibt es die Verleihung des Deutschen Schulpreises live online zu sehen. Das kann nicht jeder möglich machen. Aber wer es kann, ist herzlich eingeladen. Die Spannung steigt, wer dieses Jahr den Deutschen Schulpreis gewinnt. Ich möchte mich bei der Technik bedanken, die im Hintergrund uns dieses Webinar möglich gemacht hat. Außerdem bei dir, Lena, für die Co-Moderation. Nochmal bei euch Gästen und bei Ihnen als Teilnehmern, und damit beenden wir jetzt ganz offiziell die Aufzeichnung dieses Webinars.